Seit einigen Wochen ist bekannt, dass Prinz Harry, 38, und Herzogin Meghan, 41, trotz Familienzwist zur Krönung von King Charles III. 74, am 6. Mai eingeladen sind. Berichten zufolge geht der Palast auch davon aus, dass sie teilnehmen werden, obwohl die Zusage bisher noch aussteht. Jetzt will ein Insider gegenüber dem Mirror erfahren haben, wie in etwa die Sitzordnung in der Westminster Abbey während der Zeremonie aussehen soll. Und so erfährt man, dass Meghan zwar eingeladen ist, aber der Palast anscheinend keine Absicht hat, ihr einen Platz im Scheinwerferlicht zu geben. Im Gegenteil, es wirkt fast so, als wolle man um jeden Preis verhindern, dass die Herzogin von Sussex Aufmerksamkeit auf sich zieht und dadurch den Fokus vom König wegnimmt, um den es an der Krönung ja gehen soll. Diese Aussage rührt daher, dass man dem Palast bei der Beerdigung von Queen Elizabeth II.96 vorwarf, man habe Meghan absichtlich hinter einer Kerze platziert, sodass sie von dieser verdeckt wurde, als die Kamera auf sie zeigte. Ob das Absicht war oder Zufall ist nicht bekannt. Dürfen sie auf den Balkon? Laut dem Insider, der sich als enger Freund der Familie bezeichnet, sollen gewisse Familienmitglieder sogar hoffen, dass das abtrünnige Paar möglichst weit weg von der royalen Familie platziert wird. Das scheint allerdings weniger realistisch zu sein, denn sie sollen trotz allem einen Platz in den vorderen Reihen erhalten. Kommentare sollen so weit gegangen sein, dass einzelne Personen angeblich gesagt haben, ich hoffe, sie werden in Island platziert. Damit soll wohl der starke Wunsch zum Ausdruck gebracht werden, dass Harry und Meghan möglichst weit weg sitzen. Ihren Wunsch, mit auf dem Balkon des Buckingham Palastes stehen zu dürfen, scheinen Harry und Meghan wohl auch noch nicht aufgegeben zu haben. Doch die Chancen dafür dürften schlecht stehen, denn laut dem Mirror sollen zum einen nur aktiv für die Krone arbeitende Royals neben dem dann frisch gekrönten Königspaar stehen, zum anderen handle es sich zudem auch klar um eine Staatsveranstaltung und nicht um ein Family Event. Schon beim Thronjubiläum der Queen im vergangenen Jahr dürften Harry und Meghan nur am Fenster im Inneren des Buckingham Palastes stehen und das Spektakel nicht vom Balkon aus verfolgen. Die Sussexes verpassen Archies Geburtstag, als die Sussexes 2020 als Senior Royals zurücktraten und in die USA zogen, sorgte das für Furore. Seitdem haben sie viel Zeit damit verbracht, die royale Familie in ein negatives Licht zu rücken. Wie Bunte nun aber schreibt, sollen sich Harry und Meghan mit einem Mal nach den Royals sehnen. Und bei Charles und dessen Ehefrau Queen Consort, Camilla, 75, um Aufnahme gebeten haben. Sollten Harry und Meghan für die Krönung zusagen, würde das bedeuten, dass sie den vierten Geburtstag ihres Sohnes Archie verpassen würden. Denn im Gegensatz zu den Kindern von Prinz William, 40, und Prinzessin Kate, 41, von denen Prinz George, 9, sogar eine wichtige Rolle bei der Zeremonie spielen wird, sind die Sussex-Sprösslinge nicht zur Krönung von Großvater Charles eingeladen. Ob Archie und seine jüngere Schwester Lilibet, 1, so überhaupt mit nach Großbritannien reisen würden, ist noch unklar. Von Sun vor einer Stunde.